Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Wanderreise hier auf unserem Onbu in the Wandering Village. Yo, ich hab's hier hingekriegt, den hier anzuklicken. Hab schon mal den Siedler, wir sind noch in der Pause. Jetzt würde ich den Onbu kurz in Platz legen. Können wir schon mal zusammen machen. So, Platz und Onbu akzeptiert den Befehl. Dann machen wir die Pause mal aus und gehen in den zweiten Gang. Ja. Jetzt machen wir hier Platz. Ich weiß, es ist scheiße, weil das Gift hoch ist. Aber wir machen es nur so lange, bis die Wolke einigermaßen hier durch ist. Müssen hier halt drauf gucken, ne? Aber das geht noch. Hungrig und am Verhungern ist viel schlimmer. Weil, obwohl wir Nahrung herstellen, ne, das verstehe ich immer nicht. Wenn ich doch mehr Nahrung produziere, als ich verbrauche, dann kann keiner hungrig sein. Das ist noch so ein Ding, wo ich sage, vielleicht muss man da nochmal ans Reißbrett. Naja, und erwartet Entscheidung, will ich haben. Sie sind auf einer Gruppe von Siedlern gestoßen, die eine neue Heimat suchen. Wirst du sie in deinem Dorf beitreten lassen? Ja, ja. 4 Stück, okay. Da müssen wir jetzt auch mal zusehen, wie sieht's denn aus jetzt hier? Ich habe nur noch 4 Betten frei, ne? Heißt, wir können jetzt mal gucken, das Onbu hier. Und wir brauchen gleich nochmal wieder ein bisschen Onbu-Saft. Gallensaft. Jetzt wollte ich aber mal gucken, dass. Ich glaube, ich brauche nochmal einen zweiten Doktor, oder? Könnte man bauen, ne? Machen wir auch jetzt. Weil einer reicht ja wohl nicht. Wo war der denn? Ah, der Dorfarzt. So, bauen wir hier noch einen hin. Das passt nicht. Ja, hier unten nochmal. Ja, so, noch ein Dorfarzt hier auf die Ecke. Nee, wenn dann hier so. Ja, bauen wir da noch einen hin. Ist doch super. Ja. Damit er hier besser heilen kann. Wir sind ja doch jetzt öfter ungesund. Wir brauchen auch 11 Arbeitslose, die tätig werden müssen. Guck mal hier, der hat schon wieder keinen Steinbruch, ne? Ich deaktiviere das jetzt. Ich setze ihn doch nicht immer um. Das ist doch völliger Blödsinn. Völliger Irrsinn, ne? Den immer umzusetzen. Kann ich besser öfter mal Steine sammeln gehen hier. Ernsthaft. Das ist, wie gesagt, noch ein bisschen blöd gemacht. Finde ich, ich hoffe, da gehen sie noch mal bei. Dass man die nicht immer versetzen muss, das ist nämlich Blödsinn, ne? Das ist irgendwie totaler Quatsch. Ich kann doch nicht jedes Mal hier die Dinger versetzen. So, dann reißen wir hier mal eben 2 weg. Dann sind 4 Plätze weg, aber dann kommt eine neue Hütte, dann passt's. So, jetzt sind wir mitten durch die Wolke gelatscht. Na, tolle Wurst. Ah, warum hast du denn aufgehört, Platz zu machen, du Pfeife? Ah, ich habe doch keine Gallendings da, Bums da mehr. Nochmal eben hier wieder auf 1. So, ja. Ich muss Gallensaft abzocken. Aktivieren. Wir brauchen Gallensaft gleich. Ich glaube, die haben noch ein bisschen. Ne, die haben auch nichts mehr, siehst du? Die sind aber schon unterwegs und burnen hier das Gift weg. Das ist gut, da gucken wir gleich nochmal. So, hier in unser Labor ist gleich auch fertig. Sehr geil. Wie sieht's aus? Onu müsste pennen, ne? Aber. Warum eigentlich schon wieder? Also. Onbu muss jetzt gleich rennen. Das ist viel schlimmer. Ich den noch besser schlafen lassen können, wohl. Ah, hier. Da müssen wir auf jeden Fall einen hinschicken, ne? Oh, hier kommt die nächste Giftwolke. Ja, warum denn nicht? Ach, das ist doch so ein Kappes hier. Das wird langsam echt anstrengend, ne? Schicke Kundschafter. So, ja, wenn ich hier jetzt renne, dann renne ich wahrscheinlich genau in diese Wolke rein wieder, ne? Das ist so ein Murks, ne? Du bist eigentlich komplett
am Arsch hier auf diesen Strecken jetzt mittlerweile. Du bist komplett am Arsch. Du kannst Onmu eigentlich nicht ablegen, weil so, mal gucken, ob er noch auf mich hört, ne? Lauf. So, dann auf 2. Wie viel haben wir jetzt hier? Oh, 18 von 50. Aber da leidet die Gesundheit. Ist klar. So, wir haben noch einen weiteren Dorfarzt. Der kriegt auch noch mal einen dritten Mitarbeiter. Dann sollte schwer vergiftet ja wohl schnell rum sein, ne? So, was ist hier mit den ganzen Freckles? Onmu geht, gähnt, Onmu will pennen. Ja, mitten im Wald, natürlich. Natürlich will Onmu genau da schlafen, ne? Verlasse kurz ein paar Minuten, aber dann müssen wir hier echt gucken, dass wir hier wieder mitten in der Wolke, natürlich, ey. Kann doch nicht wahr sein. Da läuft schon wieder das richtig gut, ne? So, Quatsch hier. Was war das denn hier? Transporter, alles Könner, dann zweimal Transporter, einmal Ernter. Und aktiviert aus, aktiviert aus, aktiviert aus, aktiviert aus. Und jetzt muss ich hier zusehen. Alter! So, und du musst laufen. Der muss hier raus. Das nützt nichts, sonst bringt das alles nichts. Das gucke ich gleich nach, bitte. Jetzt nicht. Onmu muss raus hier. Den kann nicht so bleiben, dass wir in dieser blöden Wolke bleiben. Geh. Von mir aus geh. Aber erstmal raus aus diesem Scheiß. Ehrlich, da kommt doch keiner mehr gegen an. So. Jetzt muss ich hier gucken, gucken, gucken. Hier auch. Ernten, 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 ernten. Ja, hier gerade wird aufgebaut, ne? Klasse, echt klasse. Also, das Spiel wird jetzt gerade übertrieben hart, finde ich. Ganz ernsthaft. Das kann es ja jetzt auch nicht mehr sein, oder? Hä? Da oben habe ich doch gesagt, macht das auch. So. Das wird jetzt echt gerade ein bisschen heavy, ne? So. Ach so, den da auch noch. Ja. Oh. Wie wolltest du dagegen ankommen, ey? Herrlich. Das ist ja schon schier verrückt, ne? So. Jetzt habe ich aber zwei Ärzte. Ach, du ahnst es nicht, ey. Das kann doch nicht sein. Also langsam wird das Spiel anstrengend, ne? So, erstmal kurz pausieren hier. Hier ist aber nichts mehr, ne? Nö, hier sieht's safe aus. Hier ist noch ein bisschen was, ne? Und hier natürlich wieder. Mein ganzer Mais schon wieder, ne? So. Na klar, ich habe ja auch nicht schon genug Probleme mit dem Essen. Ist nicht mehr witzig, ne? Ah, da sind sie schon bei, gut. Hier ist auch schon alles eingestellt. Hier ist noch einer. Ohne Fahrschein. So. Jo. Alter, jetzt wird's echt hart. Hier ist eine Giftwolke nach der anderen, ne? Das ist nicht mehr schön, ey. So, Onmu muss jetzt aber auch pennen und dann kommen wir wieder in Gift rein. Ja, genau. Jetzt muss Onmu erstmal schnell laufen. Ja, schon zu spät. Jetzt lassen erstmal weiterlaufen. Da vorne. Also wir gehen nach Süden, ganz klar. Und dann kommt auch wieder Wüste. Wüste ist gut. Wüste ist gut. Ach so, kannst du mal aufhören, ne? Dem armen Onmu seinen Scheiß hier abzuzapfen. Haben wir genug? Ja, haben wir.
Wo ist die Onu-Dings hier? Kacke, Mist. Da, stopp. Danke. Ja, das reicht jetzt erstmal hierfür, oder? Muss. Echt jetzt mal. Guck mal hier, ey. Haben wir noch genug Kräuter, Alter? Das wird echt übelst hier, ne? Das wird echt mächtig übel. Ja, jetzt leg dich pennen, damit noch mehr Leute vergiftet werden. Das Spiel macht es einem gerade echt nicht mehr einfach, dagegen anzukommen. Aber hier haben wir schon gut was gemeistert, ne? Das ist in Arbeit. Das ist nicht priorisiert. Achso, das habe ich noch nicht mal angehakt hier. Prio hoch. So, hier, der ist auch schon wieder neu hier. Wir sind immer noch in der Giftwolke, ne, mit deinem dicken Arsch. Alter! So, wir müssen gucken, dass wir hier jetzt schnell in die Wüste kommen. Bis dahin muss er kommen. Michael ist dem Gift erlegen. Ja, jetzt sterben sie mir hier alle, ne? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe 30 Arbeitslose, ist okay. Ja, klasse hier, ehrlich, ey. Es läuft doch, es läuft doch. Richtig gut läuft es, ne? So, Onu, du musst jetzt echt tapfer sein. Und laufen, laufen. Du musst, wir müssen aus dem Gift raus, Junge. So. Das ist auch was zu fressen. So. So. Jetzt müsste er langsam mal, er geht doch. Ah ne, er läuft, okay. So, wir müssen uns um die Gesundheit kümmern, um sein Giftlevel kümmern. Dann macht er erstmal hier, zack, Gift weg. Kostet mich ja auch Kräuter, die ich unbedingt brauche, ne? Alter, hier läuft es ja richtig gut gerade. So, okay. Heute sind noch welche da. Onu-Futter ist schon in der Dings eingelagert. Komm. Mach hin, ey. Der ist schon wieder müde. Ich komme hier nicht mehr klar, ey. Das ist doch nicht mehr... Ja, verdammte Hacke, ehrlich, ey. So, Giftlevel. Und Heilmittel. Ja, was soll ich machen, ne? Der Junge ist halt einfach tierisch müde. Du kannst auch gleich pennen, Alter. Ja, das macht echt übel hier geworden, ne? Was ist denn da? Ist da einer auf dem Weg hin? Ja, dann ist ja gut. So, die Vergiftung hier am Rücken haben wir vernichtet. Gut, den letzten hat er gerade abgefackelt. Sehr schön. Ja, dann haben wir das schon mal. Da haben wir auch noch ein bisschen was über. Hier sind auch noch mal 31 drinne. Gut. Sehr schön. Ja, hier ist nicht so schön, ne? Drei haben wir jetzt schon verloren. Wie viel ist das denn noch bis zu dem Schlafplatz? Eieiei. Ja, wir sind jetzt aber gerade das Stück gekommen, ne? Läuft. Ja, dann lass uns noch mal ein, zwei Minütchen hier ausruhen. Wir kacken gerade alle ab, ey. Das gibt's doch nicht. So. Du musst laufen, Junge. Du musst einfach. Ich kann's nicht ändern. Du musst gehen. Geh. Ich kann es nicht ändern. Du musst einfach. Ich tut mir ja leid, aber du tust dir selbst nichts Gutes. Du tust uns nichts Gutes. Du kannst gleich schlafen an dem dafür vorgesehenen ungiftigen Platz, damit meine Leute aufhören zu sterben hier, du Pfeife. Ehrlich, ey. Wer pennt da, wo es gar nicht geht, ne? Und ich hab schon zweimal Dorfarzt hier.
Und die Jungs kriegen sie nicht geschissen. Zwei Ärzte und ich komme nicht dagegen an, ne? Gibt's doch nicht. Ja, wir gucken mal. Wir kriegen gleich sicher noch neue Siedler, ist kein Thema. Ja, aber wir mussten jetzt erstmal hier irgendwie an eine entgiftete Zone. Komm, das schaffst du jetzt noch. Das musst du jetzt einfach noch schaffen. Das gibt's gar nicht anders. Hier, da schick auch noch mal einen hin. Ja, wir haben jetzt echt 11 Leute schon verloren, ne? 11 Leute ist echt eine harte Menge. Eine richtig harte Geschichte. 11 Leute verkackt, ne? Puh, 11 Leute. Aua. Und das hört noch nicht auf, ne? Die müssen ja erstmal wieder fit werden, ey. Oh, das heißt, wir müssen jetzt wieder ordentlich Siedler sammeln. Aber wir sind beim Schlafplatz angekommen. Jetzt kann Onmu erstmal pennen. Und hier kann sich auch alles ausruhen, ne? So. Ey, 2 Ärzte. Ganz ehrlich. Und trotzdem hat es nicht geklappt. So, wir bauen jetzt mal das Labor hier auf. Jetzt können wir aber auch, haben wir mal wieder ein bisschen weniger Stress hier, ne? Ist denn der Scheiß? Labor? Wo bist du? Da. Nee, hier. Ach ja. Ah, mach mal ein Labor. Das deaktiviert auch, ne? Ja. Gut, Labor. Ist der deaktiviert? Nö. Arbeiter vergiftet. Ja, ist der Doktor schon dran, ne? Aber Cyrus war der Letzte, der gestorben ist und ich hoffe, es bleibt auch der Letzte. Was ist denn hier passiert? Das Labor jetzt endlich. So, dann baust du hier einfach hin. So. So. So, Steine. Ja, wir müssen gucken. Ich kann aber die Steinplatten auch erstmal, zack. Holzbretter auch erstmal alle stoppen. So. Glas habe ich. 10 Glas habe ich. Ich habe nämlich keinen Sand mehr, sehe ich gerade. Gott sei Dank habe ich noch 10 Glas. Boah. Das war wieder was hier. Ehrlich, Leute. Also es wird jetzt langsam echt übel, ne? Was ist denn hier mit Onmu? Der müsste da jetzt hier wenigstens 50 drin haben für alle Fälle. Ey, schlaf aus. Ach, hast du. Gut. Gut, ausgeschlafene Onmus dürfen auch weiterlaufen. Jetzt kriegst du nochmal Gegengift. Gespritzt. Ja, das ist aber nicht so schlimm wie die Scheiße gerade, ne? Auch da, da kann man laufen. Na, laufen ist blöd, dann will er wieder pennen. Aber in der Wüste kann er ja pennen. Das ist ja scheißegal, ne? In der Wüste. So, jetzt gucken wir uns die Forschung mal an. Ich wollte mich jetzt einmal die Tomaten forschen. Danach können wir den Förster von mir aus machen, ne? Den Förster mit 3. Und der kann dann mittels Setzlingen hier Bäume pflanzen. Das ist gut. Und dann geht es hier mal weiter, ne? Ja. Müssen wir mal schauen. Erstmal jetzt das Labor aufgebaut. Gucken, was wir da so kriegen. Kannst da auch hingehen. Nee, in die Giftwolke gehe ich jetzt nicht. Ah, Vergiftete gibt es keine mehr. Jetzt haben wir 136 Betten, aber nur noch 119 Siedler. Juhu. Was aber nicht ganz so schlimm ist, weil es sind noch 26 Arbeitslose. Das heißt, ich kann hier erstmal wieder anschmeißen. Ja, die Arbeiterposten. So, dann sind 20 schon mal wieder raus. Da haben wir immer noch 6 Arbeitslose, was cool ist, ne? Ja gut, 6, das sind die jeweils 3 hier, ne? Und 3 brauchst du hier jetzt, 2. Was brauchen wir dafür? Ombo-Blut.
Labor, hä? Und Schmerzmittel. Oh, gibt's auch. Beruhigungsmittel, Energiebooster, Wasser. Hä? Hier kann ich ja gar keinen Dings machen. Also ich kann aus Onmu-Blut kann ich Wasser machen. Nein. Aus Onmu-Blut. Alles aus Onmu-Blut. Hier aus Biogas. Hier aus Onmu-Galle. Was macht er daraus? Eine Dosis Energiebooster, die mit einem Injektor in Onmu injiziert werden kann. Erhöht seine Herzfrequenz, verringert ein wenig seine Müdigkeit und lässt diese für kurze Zeit nicht weiter ansteigen. Ah, das wäre in solchen Situationen wie gerade gar nicht schlecht, ne? Ja, das ist einfach so. Ah, jetzt müssen wir eben gucken, dass er hier wieder Gegengift kriegt. Er braucht diesmal kein Heilmittel. Dann müssen wir gucken, dass er Essen kriegt. Ja. Hier, da, das, zack. Und Mufina, wir haben auch schon lange keine Essensdings mehr gefunden, ne? So. Jo, Maestro. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen Wachstum schlecht. Haben wieder Probleme mit der Gesamtproduktion von Nahrung. Ach ja. Hungernde, aber es ist noch keiner an Hunger gestorben. Na, das will ich schon mal dabei sagen. Mir ist bisher noch keiner verhungert. Aber es sind viele jetzt bei der Giftattacke da draufgegangen, ne? Es war aber auch, aber guck mal hier, ey, ist auch nicht besser. Hier so ein Ding, da nochmal so ein Hitzestrahl. Also, je weiter du kommst, desto härter wird das Leben hier, wa? Es muss doch auch mal eine friedliche Runde wieder geben. Eine wie am Anfang, wo man sich mal wieder konzentrieren kann. So, Abschnitt, zack. Ja, wenn ich jetzt aber wieder renne, dann will er wieder schlafen. Ha, ist das hart, Leute. Das war echt eine üble Runde hier. Ernsthaft. Das war kein Spaß, ne? Nö. Definitiv nicht. So. Vielleicht trotzdem abreißen. Und dann machen wir da gleich eine Hütte drauf. So, ich bräuchte vielleicht noch mal irgendwann einen Bauernhof mit Essbarem. Wie sieht's denn hier aus? Wie viel hat denn der mittlerweile? Effizienz 9%. Der hat eine Effizienz von 0%. Den habe ich hier ziemlich schlecht platziert, würde ich sagen. Hätte ich besser hier platzieren sollen, wa? Er hat hier aber hoffentlich mittlerweile wieder 100%. Dann hatte ich doch noch irgendwo einen hier oben. Nee, wo hatte ich denn noch so einen Bärensammler eingesetzt? Irgendwo hatte ich noch einen beigesetzt. Hier. Der hat auch 63%. Hier kommt es auch wieder. Die müssen halt jetzt mal wieder anbauen hier. Haben wir denn schon Setzlinge gesammelt? Nö, anscheinend nicht, ne? Super. Echt toll. Ganz klasse. Aber jetzt ist ganz geil. Ne? Jetzt sind wir hier durch beide durch. Wenn der gleich auf rot ist, dann kann Onmu pennen. Ja, aus dem roten Bereich raus ist, dann lassen wir Onmu schlafen. Obwohl, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Na, tolle Wurst. So, da noch ein Kundenschafter. Ja, das ist doch scheiße hier, ne? Wir gehen trotzdem weiter nach Süden. Die Wüste ist mir gerade lieb, ey. So. Ah ja. Genau im roten Bereich, ne? Ja, danke. Boah, ist das alles übel, ey. Die machen es einem hier nicht leicht, ne? Ich habe doch hier einen hingeschickt. Oder ist das noch im anderen Bereich? Ich weiß es nicht. Wo ist denn mein Kundschafter? Einer ist da. Und der andere ist wo? Gerade wieder gekommen und Wissen mitgebracht. Dann schick da nochmal einen hin, dann können wir nachher den nächsten da hinschicken. Boah, das war eine üble Runde, ne? Ja, lass Onmu schlafen, hier in der Wüste gibt es wenigstens kein Gift. Ja, ist blöd hier mit dem Essen, klar, aber im Moment sind wir auch reduziert an Anwohnern. Obwohl der Mais hier ganz gut kommt, ne?
Wie viel Rüben haben wir denn hier noch? 11. Ja, die Rübensuppe, die geht gut drauf, ne? Aber kann nicht sein, ne? Essen, hier, alles Mögliche da. Wie soll das passieren, dass wir zu wenig Nahrung haben? Keine Ahnung. Aber im Moment gibt es auch nur einen Verhungernden und 16 hungrige Menschen. Na, es gibt immer hungrige Menschen. Das muss mir mal einer erklären, wie die sich das gedacht haben. Dass das funktionieren soll. Ich kann es dir nicht erklären, du. Oh, die machen einen jetzt hier echt ready, ne? Krasse Sache, das. Krasse Sache. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe vor Dings. Hier, der baut doch gut ab. Wasser läuft auch noch. Die Kakteen, naja, die sind nicht so toll, ne? Da ist es 200% Zersetzung. Ach, die Rübe. Oh. Ah, hier, Kakteen sind 100% Wachstum. Ja, Rübe, Zersetzung, klar. Zu heiß. Logisch. Komm, Omu, mach mal weitergehen hier. Weitergehen, nicht weitergehen. Geh. Geh ganz normal. Aber geh. Geh flott, mein Freund. Geh flott. Da ist gleich durch. Kriegen wir nochmal ein Wissen. Dann können wir hier einen hinschicken. Den nächsten schicken wir dahin. Da essen wir auch gleich fertig. Boah, harte Sache hier. Harter Tobak, ey. Das war wieder so eine knallharte Runde hier. Nicht viel geschafft, ne? Aber wir haben das Labor aufgebaut und gemerkt, das bringt uns gar nichts. Mit welchem Onbo-Blut brauchst du denn das bitte? Ach so, ach, der baut das. Ach, ich habe das eingestellt, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. So. Warte, geh mal Forschungsbaum hier. Hätte ich auch da machen können, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie klappt denn das mit dem Abführmittel? Woraus baut er das denn dann? Ich dachte ja wirklich, dafür brauche ich den Dings. Schwarzer Pudding ist eine Nahrung aus seinem Blut, ne? Hm. Werde ich auch irgendwann brauchen. Aber ich brauche auch das da. Boah, ist das schwierig hier. Onmu Abführmittel, Verstopfungsmittel. Onmu hier, Fütterverflüssiger. Ja, jetzt brauchen wir mal das. Ist doch okay. Kostet 2 Punkte, egal. So, wie kriege ich denn jetzt Abführmittel hier hergestellt? Wie kriege ich das hin? Wie baue ich Abführmittel? Das ist ja nirgendwo erklärt. Wo mache ich das? Onbo-Küche? Onbo-Küche. Ist die hier, ne? Ach, hör auf. Aus Pilzen und Kräuter. Abführmittel. Ah. Na gut, dann baue jetzt noch mal ein bisschen Abführmittel, weil wir haben ja noch Onbo-Futter, ne? 18 Stück, ist doch super. Ja, dann bau das mal. Aber Kräuter, die müssen wieder kommen, ey. Hier. Weizen, hier, Kräuter. Hm. Zersetzung. Ist das immer noch so heiß? Wir sind noch nicht raus, ne? Verdammt. Wir müssen da erstmal ein bisschen pausieren. Hm. Das haben wir angesagt. Geht nach Süden, gut. Dann muss ich mal gucken, dass ich unserem guten Onmu hier mal einen Streicheleinheiten rüber schicke. So. Das will ich jetzt mal sehen. Wenn er mit seinem blöden Ballon hier hinfliegt. Komm schon, Junge. Hier wäre jetzt cool, wenn man die Kameraperspektive noch ein bisschen verändern könnte. Ein bisschen rein- und rauszoomen. Reinzoomen kann ich. So, was ist jetzt hier? Da kommt er. Joho. So, gucken, sieht man irgendwas.
Naja, nicht animiert. Oh. Okay. Gut. Genau. Hier wieder das Ding an. So. Ja. Hm. Tu mir mal einen Gefallen und verschwend nicht das ganze. Die ganze Galle hier. Eine darfst du noch, oder? Nee, mach mal deaktivieren hier im Moment. Ja. Wir haben ein bisschen Booster. Hier. Der braucht nämlich auch noch was. So, wir haben von den Kundschaftern wieder neue Dinge gekriegt. Jetzt lassen noch ein paar Meters laufen. Hol dein Wasser und da legen wir uns gleich pennen, machen Pause und dann geht's raus hier. Ja. So, Steine habe ich, das habe ich. Okay. Hier auch wieder zweimal hintereinander, die Scheiße, ne? Ja. Das heißt auch ganz gut, wenn wir hier irgendwo pennen gleich. Oder da schon, von mir aus. Damit wir hier dann genug Power haben, um beide durchzurennen. Solange wir in der Wüste unterwegs sind, geht uns zwar das Wasser aus, was auch blöd ist. Wir haben kaum noch Kräuter, ne? Ja, die werden jetzt auch noch verbraten fürs Verdünnungsmittel da. Wie heißt denn das noch? Abführmittel, verdammt. Ein. Hat er denn schon ein? Dann mach mal so 3, 4 dann, ne? Aber du musst Kräuter anbauen, Junge. Du musst Kräuter anbauen. Zersetzend. Auch hier wird zersetzt, ne? Wir müssen wieder raus aus der Wüste. Gut, jetzt in der Wüste brauchen wir die Kräuter nicht ganz so dringend. Vielleicht mal hier eine Entgiftung oder was zu essen für Onmu. So, füttern wir nochmal. Flop. Der gibt ja auch immer schön Vertrauen wieder zurück, ne? Und jetzt machen wir doch tatsächlich hier mal ein Schläfchen. Schlaf. Sehr schön. Das reicht jetzt aber auch, oder? Hey. Ja. Ich denke, das reicht. Ja. Und guck mal, dahinter kann er auch schon wieder pennen. Das ist doch super. Jetzt nehme ich erstmal die noch mit. Ja, und dann hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.